Dieser Stealth-Bagger. Das ist so eine neue Militärtechnologie, damit man beim Baggern nicht erwischt wird. Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das ist so neu, dass es quasi noch Pre-Alpha ist. Also die Version vor der Alpha, meine lieben Freunde. Und zwar Captain of Industry. Das ist ein Kickstarter-Projekt aktuell und falls ihr nichts hört, gerade in diesem Augenblick, dann ist das nicht seltsam oder so, dann ist das eben genau der Grund. Es ist eine Pre-Alpha-Sound, ist so gut wie noch gar nicht in dem Spiel drin. Da müssen wir jetzt alle durch. Es kann sein vielleicht, dass ich, wenn ich in der YouTube-Audio-Bibliothek ein paar spannende Tracks finde, dass ich die dann so drunter lege, damit wir wenigstens ein bisschen Background-Berieselung haben dann. Weil es ist wirklich sehr, sehr spartanisch momentan. Dafür sind die Möglichkeiten, die man jetzt schon in dieser Pre-Alpha-Version hat, richtig geil. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns auch mal ein Kickstarter-Projekt reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die Playlist rein, die dann hoffentlich am Start ist, wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen. Dieses Titelbild zeigt schon so ein bisschen, was man hier alles machen kann. Man kann Minen bauen, Fabrikanlagen, die modular zusammengesetzt sind, Farmen für die Versorgung der Bevölkerung und letztendlich auch ein Weltraumprogramm, mit dem man zu neuen Welten vorstoßen kann. Also eine Raumstation kann man zum Beispiel auch bauen. Jetzt gehen wir mal ins Spiel. New Game. Und wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, ja. Ich dachte mir, das ist mal eine nette Idee, euch mal so ein bisschen Überblick zu geben. Vorgeschlagen hat X-Lodge dieses Spiel. Vielen lieben Dank. Das war ein guter Hinweis und die Entwickler haben sich sehr schnell dazu bereit erklärt, mir eine Testversion quasi für den Anfang mal zur Verfügung zu stellen. Auch an der Stelle vielen lieben Dank. Und jetzt sehen wir hier gleich den Introduktionstest-Text. Natürlich, weil es eine Pre-Alpha ist, braucht er gar nicht nach einer Übersetzung fragen. Die ist noch lange nicht auf dem Zettel. Es wird sicherlich irgendwann mal eine Übersetzung von den Texten zumindest geben. Jetzt für den Anfang muss ich das übersetzen. Also, Captain, wir haben an der geheimen Insel, von der Sie uns erzählt haben, angedockt. Sie war nicht auf der Karte. Sie sieht verlassen aus, aber sie scheint sehr viele natürliche Ressourcen zu besitzen. Gut, ich bin sehr glücklich, dass das Dock immer noch da ist. Leider ist unser Schiff schwer beschädigt und muss dringend repariert werden. Also werden wir hier eine Zeit lang festsitzen. Und wir sollten das Dock in einen besseren Zustand versetzen. Wie sieht's mit unserer Nahrungsversorgung aus? Wir haben eine gute Menge an Nahrungsvorräten für den Moment, aber sie werden nicht für immer reichen. Wir sollten unbedingt Farmen bauen. Aber wir sollten uns auch um die niedrigen Bauteile kümmern. Also wir brauchen Farmen und Teile. Ich bin glücklich, dass wir so viel Nahrung mit uns mitgenommen haben, aber der Mangel an Konstruktionsteilen besorgt mich. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir davon mehr herstellen können? Also wir haben nicht genug Teile, wir müssen erstmal Teile produzieren. Produktionsspiel, ja, Fabrik aufbauen. Da kommt das schon mit rein. Tatsächlich haben wir nahe des Docks eine verlassene Kommunikationsstation gefunden. Wir könnten sie dekonstruieren und das Schrottmetall benutzen, um in Eisenbarren zu schmelzen und ein paar Teile herzustellen. Wir müssen allerdings immer noch einen Furnace dafür bauen, also einen Ofen. Das klingt gut, aber wir sollten auch ein Forschungslabor bauen, damit wir die Blueprints wieder erlangen können, die wir verloren haben. Ja, wer kennt das nicht, ne? Wenn man mal wieder den Bauplan für die Anlage verlegt hat und nicht mehr wiederfindet. Ist wahrscheinlich alles über Bord gegangen, man weiß es nicht. Also das Schiff ist nicht länger sicher. Lasst uns die Fracht in die Siedlung schaffen und wir fangen an zu bauen, bis wir auf voller Kapazität sind. Eine Siedlung aus Containern, das ist eine großartige Idee, Kapitän. Lassen Sie es uns bauen. Research Lab und Furnace. Let's go building, genau. Let's go. Genau, also wie funktioniert das Ganze? Das ist unser Schiff, damit sind wir angekommen. Das ist der Hafen, da haben wir alles entladen. So, das ist alles schon erledigt. Das ist unsere LKW-Flotte. Die transportieren die Sachen, die wir abbauen, vom Ursprungsort, also zum Beispiel hier der Wald, da können wir Holz farmen, zum Ziel, also zum Beispiel hier die Siedlung. Das ist unsere Containersiedlung. Das sieht übrigens ganz geil aus.
Also ich finde das ganz nett so. Man muss immer bedenken, das Spiel ist Pre-Alpha, ja? Hier muss man hier immer sagen, das ist Pre-Alpha, das ist Pre-Alpha von der Pre-Alpha. Das ist quasi, das Spiel soll irgendwie erst, haben hier einige geschrieben, im März 2022 auf Steam kommen irgendwie. Also das ist Pre-Alpha, ja? Das ist so Pre-Alpha, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Genau. So, ich starte mal gleich das Recycling von der Anlage hier. Also von dieser Funkstation, von der der Typ geredet hat. Denn das wird nämlich unsere erste Rohstoffquelle sein. So, und jetzt muss ich mal schauen. Wir sollen bauen einen Furnace. Ein Research Lab sollen wir erstmal bauen, genau. Das stelle ich jetzt einfach mal hier hin. So, und dann werdet ihr sehen, oder aktuell werdet ihr es auch noch nicht sehen, weil wir noch kein Material haben. Ah, doch! Guck mal, da fahren die LKW dann zum Lager, laden sich das Baumaterial, was sie für das Research Labor brauchen, ein und fahren dann dahin und laden das aus. Und dann wird das da gebaut. Wie wir hören können, noch komplett ohne Ton. Es kann, wie gesagt, sein, dass ich vielleicht das ein oder andere dann noch im Schnitt versuche, so ein bisschen zu vertonen, weil das Spiel ohne Sound ist schon, ist teilweise mega merkwürdig, kann ich schon mal sagen. Wenigstens mit ein bisschen Musikunterlegung versuche ich das dann vielleicht noch mal ein bisschen aufzupeppen, ja. Das ist dann Musik, die nicht im Spiel vorkommt, wie gesagt, das mache ich dann. Also quasi und so, genau. So, jetzt haben wir ein Research-Labor. Da können wir gleich mal reingucken. Da könnt ihr gleich mal sehen, wie komplex das hier eigentlich ist, ja. Also wir haben zum einen natürlich so Sachen wie die Versorgung der Siedlung, also Wasser, Diesel, also Treibstoff und sowas, ne. Aber auch Wohnungen und so. Fuel Station, also Benzin-Auftankstation, Tankstelle nennt man sie auch. Hier solche Sachen, Wasserproduktion gibt's auch. Transportbalance, aber es gibt später dann auch noch so Sachen wie Gebäude, das ist hier noch nicht drin, alles wo Coming Soon steht, dieses kleine Symbol, das ist noch nicht drin, ja, das kommt dann noch, Bagger, damit wir dann auch die Minen ausstatten können mit Fahrzeugen, Mikrochips, Datencenter, da wird es dann richtig spannend und Drogen, gibt's auch, ja, kann man auch machen. Das wird sehr lustig. Leider noch sehr viel Coming Soon bei Drogen. Ja, die Drogen, das braucht halt eine Weile, bis man die dann da reinpatcht. Energieerzeugung gibt es und Roboter. Roboterproduktion. Ein Weltraumzentrum. Und wenn wir mal ganz nach rechts gehen, ein Wurmlochtor. Also das heißt, wir können sogar bis zum Stargate forschen. Ja. Raumstation. Also das ist Wahnsinn, was da alles kommt. Was alles natürlich noch nicht drin ist hier, da hier hinten ist natürlich viel Coming Soon und so, ne? Aber, ja. Mega, mega viel, was da auf uns wartet. Und ich glaube, alleine deswegen ist das Spiel schon eins, was ich auf dem Zettel behalten werde, definitiv. Auch wenn es jetzt von der Präsentation her gesehen noch sehr spartanisch ist. Aber ich kann schon mal sagen, das, was man da alles machen können wird, ist schon der Hammer. Genau. So, jetzt haben wir ja, wie gesagt, jetzt können wir Forschung schon mal anwerfen eigentlich. Wir können schon mal Construction anwerfen. So. Ich glaube, wir haben aber noch keine Möglichkeit zu forschen, weil wir müssen erstmal jetzt designieren oder einteilen. Hier eine Baumfällzone. Wir fällen mal hier die Bäume. So. Und dann kann ich LKW, wenn ich das jetzt definiert habe, kann ich LKW zuweisen, die das dann harvesten. Also ich kann hier unten klicken und dann fahren die dahin. Ich mache mal zwei, die das machen. Genau, dann fahren die da hin und holen da das Holz. Und ich glaube, das wird eh gebraucht jetzt für die Forschung. Das heißt, die farmen das. Genau. Also ja, man sieht das jetzt halt nicht. Die setzen halt einfach nur hinten Container drauf und fahren dann da wieder hin, wo es gebraucht wird. Genau. Und dann, dann läuft das. So, jetzt müssen wir bauen. Bauen. Wir brauchen einen Charcoal-Maker. Genau, da wird nämlich dann auch das Holz gebaut. So, jetzt kommen wir zum Anlagenbau direkt. Wir sehen, das ist ein bisschen wie bei Sartis, das System. Hinten geht's rein, auf der anderen Seite geht's raus, ja. Bauen wir das mal. Und das machen jetzt auch die LKW. Da müssten die zwei hier sich jetzt... Oder die da hinten, genau. So. Und wir sehen schon, da ist noch so ein kleines Wolkensymbol da hinten. Da brauchen wir jetzt hier den Schornstein, ja. Und bämsen den jetzt da einfach noch mit dran. Denn... Wo was verbrannt wird, muss auch oben wieder was rauskommen. Das ist jetzt nicht wie bei Sartis, wo das Gebäude, also der Ofen, komplett mit Schornsteinen und Ausstoß so gebaut wird. Sondern du musst halt schauen, dass du den Schornstein noch mit aufbaust, zusätzlich.
So, wir können gleich noch einen zweiten auf die andere Seite drehen, eigentlich. Weil der Schornstein hat ja zwei Eingänge. Das heißt, wir können auf die andere Seite durchaus noch was hinpacken. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt klappt. Habe ich den richtigen erwischt? Ich glaube, ich habe den falschen erwischt. Warte mal, ich muss es nochmal canceln. Ich muss es ein bisschen verschieben noch. So. Oder? Manchmal ist das schwer zu sehen. Man kann leider nicht näher rangehen an die ganze Sache. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Ich bin schon... Das ist schon das Maximum. Jetzt hat es funktioniert. Wenn da kein Symbol mehr zu sehen ist, genau, dann hat es funktioniert. Genau, und das ist dann unser Smokestack. Dann haben wir das Ganze an einem Schornstein dran. Und das müsste eigentlich passen, genau. Sehr schön, da bauen sie das jetzt. Dann können wir schon mal Holzkohle produzieren, so. Und jetzt müssen wir ja, das war ja die Aufgabe, das Schrottzeug von der Funkstation schmelzen im Blast Furnace. Genau, und das ist dann das Ding hier. Und da sehen wir, das hat auch Eingänge und Ausgänge. So, hinten kommt die Charcoal rein. Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich das Ding jetzt mal hier hinstelle. Oder hier hin. Wir stellen das mal hier so hin. So. Bamsi. Weil ich glaube, wir können nämlich mit Förderbändern irgendwann dann auch hier rausgehen direkt und dann da rein. Weil momentan müssen das noch die LKW hin und her transportieren. Ah, wir haben geforscht. Sehr gut. Construction ist erforscht. Dann machen wir mal gleich weiter und machen mal gleich Basic Farming, weil das hat er ja gesagt hier, unser Kollege. Wir brauchen Farmen. Wir müssen Nahrung produzieren auch. Also erforschen wir mal das Farming. Genau. So, da wird der Blast Furnace gebaut. Das ist schon mal gut. Hervorragend. So, da haben wir den. Und da müssten die LKW jetzt, genau, die fahren jetzt zu den Öfen hier und holen da nämlich dann die Kohle raus und schaffen die hier zum Furnace, genau. Sehr nice. Da wird das dann schon mal reingepackt. Und hier holen sie sich, genau. Jetzt haben wir auch mal einen Ton tatsächlich. Nice. Genau, und da holen sie sich jetzt das ab. Und da wird das eingeschmolzen. Jetzt sehen wir hier so ein Symbol. Das heißt, da geht es jetzt nicht weiter. Warum geht es nicht weiter? Weil das geschmolzene Material jetzt erstmal in eine Gussform rein muss. Und die Gussform ist das hier. Und wir können damit sogar zwei Gussformen direkt betreiben. Ja, weil wir haben ja zwei Ausgänge hier. Und wir können direkt zwei platzieren eigentlich. Und zwei betreiben. Und da kriegen wir nämlich ordentlich was an Zeug, an Eisen. Hier, wir haben ja hier so einen Molten Channel, ja. Und das ist genau das. Da wird das geschmolzene Material aus dem Ofen, wird dann nämlich da abgeführt. Und gerät dann in die Form, in die Gussform. Hätte man jetzt vielleicht auch ein bisschen näher noch dran bauen können. Durchaus. Ich mache das jetzt mal so. Zack. Genau. Und einen Schornstein brauchen wir auch noch. Wie wir unschwer erkennen können. Das bedeutet, wir machen hier noch einen Smokestack hin. Bamsi. Und dann müsste das laufen eigentlich. Da müssten die Gussformen das geschmolzene Eisen kriegen. Und der Blast Furnace kann die Abgase über den Schornstein entsprechend rauspusten. Ja, und das qualmt doch schon ordentlich. Nicht schlecht. Das ist doch nice für den Anfang eigentlich. Und das sind den ersten 10 Minuten hier von dem Spaß. Noisy Noise. Ja, genau. Da wird der Schornstein gebaut und dann müsste das laufen eigentlich. Jawohl, ja, nice. Ich liebe das Geräusch von geschmolzenem Eisen am Morgen. Und den Geruch auch. Ich mag beides eigentlich. Genau, so, dann haben wir die Assembly. Die brauchen wir. Denn ich glaube, da wären so ein paar, ich weiß gar nicht mehr genau, was da nochmal gemacht wurde, aber da war irgendwie, das war irgendwie auch wichtig. Ich habe das schon mal ein bisschen angetestet an einigen Stellen, damit ich nicht völlig blöd bin hier. Genau, hinten wird es befüllt mit Zeug. Dann können wir die ja eigentlich mal direkt hier gegenüberstellen an sich. Genau, und dann gab es noch irgendwie die Möglichkeit, ja, Unit Storage, das ist auch wichtig. Weil da wird nämlich das Ergebnis von hier, also das, die Eisenplatten, die wir hier erzeugen. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Guck mal, der gießt das da richtig in die Gussform rein. Das sieht sehr cool aus, muss ich mal sagen. Für ein Alpha, also für eine Alpha. Nee, ach, was sag ich? Pre-Alpha. Ist das schon cool gemacht so. Wie das durch die Rinne da fließt und dann in die Gussform reingefüllt wird und dann abkühlt auch. Jetzt kühlt das da ab und wenn es dann abgekühlt ist, können das die LKW holen, können das einlagern. Guck mal, ja, jetzt fließt es da raus. Stark, hä? Genau, geht dann da so rein und da können sie es dann abholen.
Für dich schon cool gemacht eigentlich. Da genau, da kommen die LKW und holen das dann ab. Was noch irgendwie cool wäre, wäre vielleicht noch so ein etwas gestalteterer Verladebereich an den Anlagen, wo die LKW dann richtig reinfahren und dann richtig beladen werden. So. Das wäre vielleicht noch cool. Wenn es dann mal in die von der Pre-Alpha in die Alpha geht vielleicht. Mal gucken, ob es dann um sowas noch ergänzt wird. Genau, so, wir haben jetzt schon Basic Farming auch erforscht. Nicht schlecht. So, jetzt können wir weitermachen. Gleich mal mit Vehicles und Mining, würde ich sagen. Und dann Power Generation und Beacon. Denn das hier ist wichtig. Wir können ja nicht ewig diese Forschungsstation oder diese Funkstation hier zerlegen. Die ist ja irgendwann komplett zerlegt. Ja, dann kriegen wir da kein Material mehr raus. Das heißt, wir müssen möglichst schnell dazu übergehen, dass wir diese Ressourcen hier abbauen. Diese Berge. Und das ist wirklich sehr aufwendig gemacht, weil du kannst nämlich mit den LKW und mit den Baggern den Boden richtig abtragen und woanders aufschütten. Und so kannst du dann zum Beispiel die höher gelegenen Gebiete hier zugänglich machen. Und kannst weitere Rohstoffquellen und so erschließen. Das ist ziemlich geil gemacht eigentlich. Ist ein bisschen umständlich, das System noch, aber das Prinzip ist sehr cool, ja. So, genau, dann wollen wir mal Farmen bauen. Jetzt regnet es gerade, jetzt bin ich wahrscheinlich zu langsam. Das schaffe ich jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ich baue jetzt hier schon mal die erste Farm auf. So, das wird wahrscheinlich jetzt nicht schnell genug gehen. Weil da wird der Regen wieder wachsen. Weil wir brauchen den Regen. Wir brauchen das Wasser aus dem Regen, damit unsere Pflanzen wachsen, logischerweise. Weil ohne Regen keine Pflanzen und, ne, ihr wisst, wie das so funktioniert. Genau. Naja. Ich finde das auch lustig, dass der Regen das einzige natürliche Geräusch ist momentan in der Pre-Alpha. Alles andere macht kein Geräusch, das Meer macht kein Geräusch, die Fahrzeuge machen kein Geräusch, ja. Nicht mal die Farm oder irgendwie das Rauschen der Blätter auf der Farm macht irgendwie ein Geräusch. Das ist komplett mute, bis auf den Regen halt. So, jetzt ist die Farm gebaut, nice. Und jetzt können wir direkt auswählen, ja. No crop selected. Jetzt können wir die Fruchtfolge auswählen. Und wir sehen, wir haben die Wahl zwischen Gras und Kartoffeln. Und ich vermute mal, damit wir den Boden nicht zu sehr auslaugen, müssen wir, glaube ich, ab und zu tatsächlich mal Gras drin haben in der Fruchtfolge, damit wir das nicht komplett auslaugen. Zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wichtig ist, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Ja, immer mal so im Wechsel. Wir haben ja noch Rohstoffe, wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Und jetzt seht ihr, no water, ja, ohne Wasser läuft gar nichts. Das heißt, wir haben den ersten Regen schon verpasst. Das ist schon mal schlecht. Aber, ja. Ist ja auch erstmal nur Gras. Ich baue direkt, glaube ich, noch eine Farm. Und da invertieren wir die Fruchtfolge einfach. Würde ich jetzt sagen. Da machen wir einfach eine umgekehrte Fruchtreihenfolge. Und dann können wir nämlich, ne, da gleich schon Kartoffeln dann ernten und so. Ich muss, glaube ich, da jetzt noch nicht so krass drauf achten, auch mit der Farm jetzt, dass ich da zu viele baue. Ich glaube, zwei sind für den Anfang ganz gut. So, guck mal, Forschung sieht aus. Vehikel und Mining, genau, sieht gut aus. Noch kann ich, glaube ich, jetzt nichts Neues bauen. Housing haben wir ja schon genug. Food Market steht auch schon. Also, das ist das Gebäude hier hinten. Und Housing, das sind einfach die Containerhütten, die man dann sicherlich im Laufe des Spiels auch nochmal zu richtigen Gebäuden upgraden kann. Zu komfortableren Gebäuden. Genau. Statistik haben wir auch. Die übliche Produktionsstatistik. Hier sehen wir, seit wir angefangen haben, die Funkstation abzureißen, steigt unser Scrap Metal plötzlich an. Naja, wir können mal gucken, wie es mit dem Eisen aussieht eigentlich. Hier Eisenplatten. Jawohl, da sehen wir. Produced, ja. Und auch schon ordentlich was konsumiert. Nicht schlecht. Kann man also in der Statistik auch ein bisschen alles im Überblick behalten. Maintenance. Also was ich nicht hingekriegt habe bei meinem Testdurchlauf, ist die Wartung der Sachen hinzukriegen. Genau. Also wir sind ja hier so eine Art Gemeinschaft, ne? Hier, wir Nasenzapfen hier, die wir hier das alles aufbauen. Muss ich hier noch die Fruchtfolge einstellen. Ich depp, das habe ich natürlich wieder vergessen. Genau. Wir sind so eine Gemeinschaft und wir generieren Gemeinschaftspunkte. Das sind die Unity-Punkte hier oben. Oben links. Ja, also wir sind hier, jetzt sehen wir die Bevölkerung, hier sehen wir die Nahrungsversorgung, hier sehen wir, wie viele Worker am Start sind und hier sehen wir die Unity, also die Gemeinschaftspunkte. Wenn wir bestimmte Ressourcen nicht mehr haben sollten, also wenn jetzt zum Beispiel die Bauteile nicht mehr ausreichen, um Dinge zu bauen oder um LKWs zu reparieren und so, dann können wir die Unity-Punkte dafür benutzen. Das ist quasi so ein Joker, ja. Wenn mal irgendwas nicht mehr ausreicht, können wir die einsetzen. Wir können damit auch, glaube ich, die Forschung ein bisschen beschleunigen.
Meine ich zumindest. Ja, genau. Monster Unity. Okay, das verbraucht auch standardmäßig Unity, genau. Also wir müssen auch schauen, dass wir da genug herstellen an Unity, dass es unserer Gemeinschaft gut geht, damit unsere Anlagen, wie bei der Forschung zum Beispiel, weiterlaufen können, genau. Also alles, was mit Unity halt läuft. So eine Art Treibstoff für die Arbeitskräfte sozusagen. So. Jetzt haben wir Basic Farming, genau, Construction. Wie lange dauert das hier jetzt noch? Vehicles und Mining. Läuft immer noch. Müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ich kann das, glaube ich, auch ein bisschen beschleunigen alles. Genau, ich kann die Zeit ein bisschen beschleunigen, damit es ein bisschen schneller geht hier. Genau, da plöpst es ein bisschen weiter. Weil ohne die Fahrzeuge können wir jetzt kein Mining betreiben. Deswegen, wir müssen ja Rohstoffe farmen. Ganz wichtig. Und neue LKW bauen. LKW können wir auch nur bauen. Also neue... Ah, da geht's. Okay, haben wir. Wenn wir das entsprechend machen. So, dann machen wir gleich mal Power Generation und Beacon als Forschung, als nächste. So, und jetzt gibt's hier dann auch so Tutorials, die einem das erklären, wie man vorgehen muss beim Abbauen von Minen. Ich habe das schon so ein bisschen mal, bin ich das schon durchgegangen, ja. Also ganz blöd bin ich da jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt erstmal bauen... was? Hier genau, einen Minen-Control-Tower und ein Vehicle-Depot. Wir machen erstmal das Vehicle-Depot. So, das können wir ja hier hinten hinstellen, wo unser Lager ist, damit da gleich die Bauteile auch reingepackt werden können, direkt, damit die Wege kurz sind, würde ich sagen. Und den Tower, den müssen wir zur Rohstoffquelle stellen. Genau. Den müssen wir hier zur Rohstoffquelle packen. Ein bisschen weiter nach... Ja, oder warte mal, wir machen das mal von... Hier, der muss auch so ein bisschen in die Richtung der Rohstoffquelle ausgerichtet sein. So machen wir das. Bams. Weil, warum in die Richtung? Wir müssen zwei Dinge definieren. Wir müssen eine Abbauzone definieren, wo das Material abgetragen wird. Und wir müssen eine Aufschüttungszone definieren, wo das Material abgelegt wird, was nicht gebraucht wird. Also der Abraum. Weil jede Minenaktion erzeugt ja Abraum. Wir müssen ja graben nach unten. Das heißt, da wird viel Schutt erzeugt. Das müssen wir irgendwo hinpacken. Das können wir nicht einfach da liegen lassen, wo wir es abbauen. Da liegt es ja im Weg. Das heißt, es wird dann hier aufgeschüttet und dann entsteht eine Rampe, mit der wir dann hier hochgehen können. Auf die nächsthöhere Ebene. Was ziemlich cool ist. Also man kann damit quasi direkt Terraforming betreiben. So, da ist das Vehicle-Dings. Sehr schön. So, und da mache ich gleich mal einen Small Excavator. Baue ich gleich mal. Weil der muss ja dann da arbeiten, genau. So, jetzt muss ich mal schauen. Haben die jetzt schon... Ah, da hat er schon Material hingebracht. Ja, sehr gut. Der ist jetzt schon fertig. Hervorragend. So, dann weise ich gleich erstmal einen LKW zu. Weil der muss ja dann den Abraum abtransportieren. Und jetzt müssen wir hier unten bei Dumping Designation und Mining Designation müssen wir das entsprechend jetzt zuweisen hier. So, und wichtig ist jetzt, dass wir beim... Minen, also beim Abbauen, bei 1 anfangen. Also dieses Symbol hier muss mit einer 1 markiert sein. Und dann ziehen wir das hier lang. Und je weiter wir das jetzt ziehen, ich klicke und ziehe das jetzt, desto tiefer wird das dann, ja. Also das wird dann so eine Rampe nach unten quasi. Und das macht dann der Bagger. Der baggert dann da so lange, bis das halt da runter geht. Wir müssen bei 1 anfangen, ganz wichtig. Ja. So. Und dann umgekehrt müssen wir die Aufschüttungszone definieren. Und die Aufschüttungszone muss auch... Ist gar nicht auch bei 1? Ne, die muss, glaube ich, bei 2 irgendwie anfangen. Aber auf jeden Fall halt auf der Höhe, wo sie halt anfängt. Genau. Und muss aber so platziert werden, dass wenn wir die Rampe aufziehen, dass wir damit dann... Ja, genau so. Dass wir damit dann nach oben kommen, da an der Stelle. Genau. Also wenn wir das jetzt hier aufschütten, können dann die Fahrzeuge hier hinten dann... Genau, guck mal. So runterfahren dann. Und dann sind wir hier oben. Ja? Nice. Dann sind wir oben. Und dann können die dann hier rumfahren. Hier oben. Und dann können wir hier oben auch dann Minentower bauen. Oder das Holz abbauen. Und sowas alles. Genau. So, das müsste es eigentlich sein. Perfekt. Und jetzt müssen wir noch den den Bagger noch zuweisen. Glaube ich. Weiß nur gerade nicht, warte mal. Ach, der ist noch nicht fertig. Hä? Okay. Ah, nee, warte, da ist ja einer schon. Der ist fertig, okay. Ich dachte gerade schon, hä, wo ist der Bagger? Alles gut. So, warte, den müssen wir jetzt auch zuweisen. Genau, so, der fährt da jetzt hin und der fängt dann da an zu buddeln. Auch alles ohne Ton übrigens.
Der macht das alles stumm, ja. Das ist dieser Stealth-Bagger. Das ist so eine neue Militärtechnologie, damit man beim Baggern nicht erwischt wird. Das ist so Stealth-Baggern. Da kann man dann so Tunnel graben, damit und kann dann so Fluchttunnel bauen, ja. Dann wird man nicht erwischt dabei. Hervorragend. Ich möchte auch gerne mal unbekannt baggern. Und unerkannt baggern können. Das ist auch nice. So, jetzt wird gebaggert hier. Jawohl. Jetzt wird gebaggert. So, und der hier, genau, der fährt jetzt dahin und lässt sich anbaggern. Oder voll machen, genau. Das ist jetzt ja der Abraum. So, der hat jetzt ja hier gegraben. Da ist ja noch kein Zeug, was er benutzen kann. Also noch kein Material. Genau, und der wird jetzt voll gemacht, der LKW. Und wenn er voll ist, fährt er da hinten zum Abraum und packt das dann dahin. Solange bis dann halt da die Rampe fertig ist, dann können sie dann da hochfahren. Genau, oder er fährt halt mit Erz zur Schmelze, ne? Und lagert das dann da ein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt die Forschung nicht neu gestartet. Kann das sein? Da glaube ich. Ah, nee, okay, nee. Power und Beacon, genau. Nee, läuft alles noch durch. Alles gut. Genau. Also, Mining, Bergbau quasi läuft jetzt. Assembly haben wir ja auch schon gebaut, ne? Ja, genau. Hier Construction Parts, genau. Aus Eisen und aus Holz werden jetzt Construction Parts hergestellt. Genau. Hier muss ich noch definieren, was ich in dem Lager einlagern möchte. Ich will das Endprodukt einlagern von dem, was der hier produziert, also die Construction Parts. Und ihr seht schon, es macht Sinn oder es ergibt Sinn, möglichst schon mal noch mehr Lager zu bauen, weil man muss für jedes Item quasi, muss man idealerweise, warte, das muss ich nochmal abbrechen, das habe ich falsch gedreht, muss man idealerweise ein Lager haben. Genau, also man muss für jedes Item ein Lager definieren. Und da wir ja jetzt schon Holz farmen und Eisen produzieren, Eisenplatten und Construction Parts aus Eisenplatten und Holz, brauchen wir mindestens die drei Lager schon. So, das heißt, hier kommen jetzt die Eisenplatten rein und hier in die Mitte kommt das Holz. Damit wir schon mal so einen Grundstock uns ansammeln können von den Überschüssen. Damit die dann nicht immer beladen rumstehen, die LKW. Weil die gehen ja immer sofort dahin, aber können das dann nirgends hinschaffen, sozusagen. So, genau, dann packen wir hier nämlich jetzt Holz rein. Hier haben wir Construction Parts, da wird auch schon fleißig eingelagert, genau. Und hier wird immer noch geforscht mit Unity. Jetzt haben wir schon 17,5 Unity, das ist schon mal ganz gut. Die Station hier, das sehen wir schon, die wird immer weniger. Da müssen wir, wie gesagt, unbedingt schauen, dass wir das dann entsprechend mit dem Eisen ersetzen. Und den hier, den lasse ich jetzt schon mal hier noch hinfahren. Da habe ich aus Versehen jetzt einen zu viel gemacht. Ah, guck mal hier, der ist jetzt mit Eisenerz voll. Und der kann jetzt hier da nirgends hin. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Problem jetzt lösen. Da muss ich mal kurz pausieren, weil ich glaube, vollgeladene LKW, die rumstehen, die werden schnell, die gehen schneller kaputt. So. Jetzt ist die Frage, wo kann ich das Erz ablegen? Also es gibt ein Unit Storage und ein Fluid Storage. Der Fluid Storage ist für Flüssigkeiten, der nützt mir gar nichts. Ja, und hier gibt es keine Lagermöglichkeit. Das ist so ein bisschen meine Sackgasse beim letzten Mal auch schon gewesen. Da müssen wir dann mal gleich bei der Forschung gucken, ob es ein Lager für Erz gibt. Weil den Abraum, die Abraumzone kann ich da nicht benutzen dafür. Und in den Lagern hier kann ich das, glaube ich, gar nicht unterbringen. Ich baue jetzt noch mal so ein Storage, aber ich glaube, in den Lagern nützt mir das nichts. Ich baue mal hier einen hin noch. Weil in den Lagern kann ich immer nur Produkte lagern, aber nicht die Sachen, die abgebaut werden halt. Low Food Supply, was? Ja, weil hier noch nicht erntet wurde, wa? Glaub schon. Ernte ist hier gerade ein Problem. Aber hier, die sind jetzt schon bei Kartoffeln angekommen, eigentlich. Müssen wir mal gucken, ob das hier vorangeht. Noch 5 Monate Nahrung, es müsste aber aufgehen, eigentlich. Ich glaube, die müssten dann schon ernten, eigentlich. So, jetzt guck mal, was können wir hier denn noch einstellen? Genau, wir können hier Food einstellen. Gummi, warum auch immer. Dann mache ich mal hier Copper und dann macht man hier hinten mal noch ein Foodlager, würde ich sagen. Hier bei der Stadt. Damit wir hier die Nahrung noch einlagern können. Ich glaube, genau, hier ist ein Nahrungslager noch drin. Und dann machen wir noch eins daneben und dann wird die Überschüsse hier nach. Und wenn wir mal Überschüsse haben, dann werden die da auch gleich ordentlich gebunkert.
So, wie sieht's jetzt hier aus? Forschung dauert noch einen Moment, dann ist die durch. Ich müsste aber eigentlich noch gut in der Zeit liegen, weil ich kann ja nicht schneller arbeiten, als ich forsche, insofern. Und ich kann ja nicht schneller forschen, als wie ich gerade forsche. Ich weiß nicht, ob ich noch ein zweites... Kann ich noch ein zweites bauen eigentlich? Zweites Forschungszentrum? Das ist so die Frage. Ja, wahrscheinlich, wa? Ich weiß nicht, ob es dann schneller geht. Das ist so das Ding. Ich kann es ja mal probieren, warte. Wir können ja mal hier hinten noch so eins bauen. Ah, Regen, sehr gut. Regen ist gut. Regen ist nice. Regen sorgt dafür... Jawohl, Power Generation, Start Research. Dann würde ich doch mal sagen, Loose Material Storage. Ich glaube, Stores Loose Material. Ja, das müssen wir unbedingt machen, damit wir das einbunkern können, was wir farmen. Was wir aus der Mine rausholen, definitiv. Und danach machen wir mal Maintenance. Damit wir Wartungsarbeiten durchführen können. Da braucht man nämlich Kupferplatten. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich Kupfer herkriege, ehrlich gesagt. Copper Smelting, da braucht man nochmal eine eigene Verarbeitung dafür. Dann warte ich mal noch mit der Wasserversorgung, weil es regnet ja immer ab und zu. Da müsste man eigentlich Wasser relativ zuverlässig erstmal kriegen, zumindest für den Anfangsbedarf. Und dann ist erstmal das hier wichtig, weil wenn nämlich erstmal die Anlagen kaputt gehen und wir keine Maintenance machen können in der Zeit oder bis dahin, dann haben wir, glaube ich, schon die erste Sackgasse, wo wir nicht mehr rauskommen tatsächlich. Da müssen wir wirklich drauf achten. Immer schön baggern, genau. Immer schön weiter baggern, meine lieben Freunde. Man kann hier nicht häufig genug baggern. Man muss hier richtig einen wegbaggern. Guck mal, die Bagger stehen sogar schon ineinander, so krass baggern die hier. Ich baue mal noch einen LKW, den ich da noch zuweise. Dann kann da wenigstens noch einer. Waiting for materials. Haben wir eigentlich noch Gummi? Haben wir noch Gummi? Wir haben noch 80 Gummi. Okay, wir können auch ein bisschen was. Können auch ein bisschen was machen. So, jetzt habe ich ein zweites Labor. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob das jetzt schneller geht. Es müsste schneller gehen, weil ich hatte ja hier, bei Unity hatte ich ja plus 0,5 pro Monat. Jetzt habe ich 0 pro Monat, weil das Forschungslabor verbraucht ja 0,5, also jedes von den beiden. Das heißt, ich müsste meine Forschungsgeschwindigkeit jetzt eigentlich verdoppelt haben. Hier steht auch 307%. Ich müsste jetzt eigentlich meine Forschungsgeschwindigkeit dadurch verdoppelt haben, dass ich ein zweites Labor gebaut habe. Ist jetzt halt die Frage, ob das so schlau ist. Kann auch sein, dass das jetzt ziemlich dumm war, weil ich jetzt meine wichtigen Arbeitsressourcen verlagere aufs Forschen. Ja, kann durchaus sein. So, wir sehen, die Farm hat ein Wasserlevel, ein Grundwasserlevel sozusagen, wenn es geregnet hat, der dann abfällt, je länger die regenfreie Zeit dauert. In 1,4 Monaten wird hier geerntet. Und wir haben 29 Monate Nahrung jetzt, also das heißt, wir haben jetzt schon mal einmal Nahrung geerntet. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal nicht verhungern, das ist schon mal gut. Loose Material Storage ist erforscht. Nice, gleich weitermachen. Maintenance gleich erforschen und dann Copper Smelting auf jeden Fall. So, lass mal machen. Loose Storage. So, damit wir das Ganze vielleicht sogar direkt verarbeitet kriegen, können wir ja den Loose Storage schon mal hier hinten so an den Start bringen. Oder vielleicht hier so, würde ich sagen. Können wir vielleicht noch eins daneben bauen. Die LKW müssen ja eh hier hinfahren, das hier reinpacken. Und wenn wir vielleicht irgendwann mal Förderbänder haben, können wir es vielleicht direkt hier in den Ofen leiten eigentlich. Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Nicht schlecht. Genau. Müssen wir da eigentlich noch was... Ah, guck mal hier, hier muss ich das noch aktivieren, siehst du? Das ist ganz wichtig, das habe ich nämlich beim ersten Mal auch vergessen. Wir müssen aktivieren, dass der Blast Furnace nicht nur das Scrap Metal von der Anlage hier, die wir abreißen, einschmilzt, sondern auch das Erz, was wir fördern. Genau. Das Erz, was wir fördern und hier einlagern. So, und hier muss ich auch wieder definieren, Eisenerz, damit überhaupt erstmal was eingelagert wird. Genau. Ist doch Eisenerz hier, ne? Genau, guck mal, der hat Eisenerz dabei. Und der kann das dann jetzt entweder, jetzt kann der LKW es entweder zum Blast Furnace direkt hinschaffen, damit das direkt verarbeitet wird. Oder er kann das hier zum Loose Storage packen. Und dann wird das erstmal zwischengelagert. Sehr schön. Und wie gesagt, irgendwann können wir das dann bestimmt auch verbinden mit Förderbändern und so. So ähnlich wie wir es hier mit der Schmelzrinne gemacht haben. Ja, dass das dann direkt ohne LKW funktioniert, das Ganze. Genauso auch hier mit der Holzkohle und so. Strom können wir ja auch schon herstellen, siehst du mal. Aber da brauchen wir irgendwie... Was ist denn das da? Ich glaube, Holzplatten.
sind das. Ah nee, das sind die Kosten. Das sind die Kosten der Produktion. Ah nee, stimmt. Diesel braucht man. Diesel. Da müssen wir erstmal Treibstoff erforschen, bevor wir das machen können. Bevor wir Energie produzieren können. Diesel haben wir übrigens noch, also noch auf Lager, ja. Unsere Fahrzeuge und Bagger und so, die brauchen auch alle Diesel, damit sie laufen. Das heißt, wenn wir irgendwann auch keinen Treibstoff produzieren, aber uns der Treibstoff ausgeht, haben wir ein Problem. Was macht er denn da? Er fährt irgendwie gerade woanders hin? Okay. Ich glaube, er will... Kann das sein? Nee, die Schaufel ist leer. Was macht er? Wo fährt er hin? Sehr interessant. Hat ein eigenes Eigenleben. Hä? Was macht der hier? Warum hat er sich da... Okay, der wollte auch mal was anderes sehen als nur die Mine wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich gerade Urlaub, der Baggerfahrer. Und hat sich gesagt, doch ja, ich guck mir mal so den Hafen an und schau mal, was so sonst noch so los ist hier. Ja, kennt man ja, wenn man so als Baggerfahrer Urlaub hat, da fährt man erstmal durch die halbe Stadt und macht erstmal alles platt. Der hat getankt. Ach so, der war tanken. Das erklärt einiges, aber warum tankt er denn da hinten? Weil das die einzige Quelle für Treibstoff ist, kann das sein? Ja, stimmt. Okay, der hat getankt. Ja, wenn die Baggerfahrer halt zur Tankstelle fahren müssen, ne, dann fahren sie halt da zur Zapfsäule und zapfen erstmal voll. Hervorragend. Maintenance ist erforscht. Lasst uns gleich mal Copper Smelting noch ranhängen hier. Genau, Copper Smelting. Und danach machen wir gleich hier Diesel. Da wird gleich gedieselt, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Ja, ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Projekt findet, nicht wahr? Und ob das weitergehen soll. Ganz wichtig, wenn ihr das feiert, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Weil, wie gesagt, wir können hier bis zum Weltraumprogramm schon vordringen, durchaus. Das ist schon durchaus möglich. Also, ist einiges noch, was wir machen können. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Maintenance haben wir jetzt ja bekommen. Das heißt, Buildings und Maintenance. Unbedingt Maintenance-Gebäude bauen, weil sonst geht uns hier nämlich ganz schnell der Ofen aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist nämlich irgendwann alles kaputt. Auch die Gebäude können verschweißen. Und auch die Fahrzeuge, ja, vor allem die Fahrzeuge. Und wenn die nicht gewartet werden, ja, war's das. Dann bleibt alles stehen und liegen und dann haben wir eigentlich verloren, ja. Dann, weil ohne Fahrzeuge, wir haben ja keine Männchen, die hier durch die Gegend laufen und alles irgendwie zu Fuß transportieren. Wenn die Fahrzeuge alle kaputt sind, dann ist Ende im Gelände, im wahrsten Sinne. Dann ist es das gewesen. Nicht schlecht. So, hier genau, jetzt wird die Maintenance gebaut. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann gleich versorgen müssen. Bestimmt müssen wir noch irgendwie Ersatzteile oder sowas herstellen. Weil ich schätze mal nicht, dass wir das mit Construction Parts warten. Würde ich jetzt mal stark annehmen, dass es nicht so läuft. Waiting for Materials, genau, Construction Parts. Haben wir da nicht genug gerade? Hier ist leer. Wird aber fleißig nachproduziert auf jeden Fall. Müsste eigentlich spätestens, wenn hier schön weiterläuft, müsste das eigentlich gehen. Copper Smelting wird erforscht. Ich weiß gar nicht, wann wir hier wieder mehr Unity kriegen. Ich glaube, da muss die Bevölkerung noch ein bisschen wachsen. Mal, wenn ich hier draufklicke, kriege ich noch zusätzliche Infos. Für 120 Leute ist in der Siedlung Platz. Wir haben jetzt aktuell 96 und eine Populationszuwachs haben wir. Unity haben wir eine Maximalmenge von 30. Das heißt, wenn wir 30 erreicht haben, würde es sowieso nicht weitergehen. Dann müsste man sowieso irgendwie versuchen, auf 0 zu kommen und das direkt zu verbrauchen. Bei der Nahrung, okay, Nahrungsproduktion ist genau plus 1 Unity. Das ist gut. Und das Forschungslabor verbraucht genau 1. Also genau, wir sind auf 0 gerade, also plus minus 0. Wunderschön. Keine Krankheiten, also wir sehen, die Bevölkerung kann auch krank werden, wenn wir Pech haben. Und dann müssen wir die behandeln. Das ist auch so ein Ding. Das können wir, glaube ich, auch dann noch erforschen mit Kliniken und so. Genau. Also, ja, die haben dann auch Bedürfnisse und so. Nicht schlecht. Ja, aber das ist doch schon mal ein ganz nicer erster Eindruck schon mal gewesen. Und wie gesagt, schreibt mir, wenn das weitergehen soll, wenn ihr das feiert. Da bin ich sehr gespannt und mal gucken, ich werde vielleicht mal schauen, dass ich im Hintergrund dann irgendwie Musik reinpacke, die vielleicht ganz angenehm ist, müssen wir mal schauen.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.